Ja, hallo und willkommen zurück zu Yokabatsch 3, Part Nummer 16. Ja, im letzten Part haben wir ja soweit die Story vorangetrieben, dass wir jetzt mit Ashley weitermachen müssen. Und ja, ich habe ein paar Dinge gemacht privat. Also ich habe unter anderem die Teile der Bücher gelesen. Und zwar gibt es 3 Bücher im Museum. Und die muss man, also ich denke mal, dass man da jedes 5-mal lesen muss. Zumindest war das bei dem Columbus Katz der Fall. Das seht ihr hier. Also gut. Mal sehen. Columbus Katz Biografie Kapitel 1. Der ehemalige Name von Columbus Katz ist Christopher Columbus Katz. Er wurde am 15. Jahrhundert in der italienischen Stadt Genua geboren. Schon als Jugendlicher segelte er auf Schiffen, um seinem Vater zu helfen. Eines Tages beschoss ein französisches Kriegsschiff das Schiff von Columbus Katz. Sein Schiff sank, doch Columbus Katz klammerte sich an einen Schiffsruder. Dann schwamm er nach Portugal. Columbus Katz Biografie, Ende von Kapitel 1. Oh, schau mal hier. Eine Schatzkarte, okay. Teich bei der Farm. Also gut. Mal sehen. Columbus Katz Biografie, Kapitel 2. In Portugal wurde Columbus Katz ein erfolgreicher Navigator. Er heiratete eine artige Frau, mit der er einen Sohn zeugte. Zu dieser Zeit studierte Columbus Katz Latein und Astronomie. Mit dem Fachwissen seines Studiums entwickelte er eine Theorie. Er behauptete, dass man in Asien landet, wenn man gerade nach Westen segelt. Columbus Katz Biografie, Ende von Kapitel 2. Puh, lassen wir es heute für dabei. Ja. Also gut. Mal sehen. Columbus Katz Biografie, Kapitel 3. Columbus Katz war fest von seiner Idee überzeugt. Er beharrte, dass man nur gen Westen segeln muss, um Asien zu erreichen. Doch für solch eine lange Reise braucht man damals viel Geld. Damals bat Columbus Katz den König von Spanien um Kapital und Erlaubnis. Doch der König glaubte Columbus Katz nicht und lehnte seine Bitte ab. Columbus Katz war frustriert und verließ danach die Stadt. Er teilte die Stadt. Doch nach einiger Zeit erreichte ihn ein Bote mit einer guten Nachricht. Der König von Spanien hatte sich dazu entschieden, Columbus Katz doch zu helfen. Beinahe wäre der Traum von Columbus Katz auf ewig unerfüllt geblieben. Columbus Katz Biografie, Ende von Kapitel 3. Lass uns wieder vorbei. Okay. Mal sehen. Columbus Katz Biografie, Kapitel 4. Mit der Hilfe des spanischen Königs konnte Columbus Katz seine Reise antreten. Prompt verließ er Spanien und segelte gen Westen. Doch egal wie weit er segelte, es war kein Land in Sicht. Seine Besatzung wurde zunehmend frustriert und meuterte schließlich. Columbus Katz musste nachgeben und versprach, in 3 Tagen umzukehren. 2 Tage vergingen ereignislos, doch am 3. Tag, Land in Sicht! Columbus Katz erreichte sein Ziel auf der anderen Seite des Atlantiks. Columbus Katz Biografie, Ende von Kapitel 4. Okay, das sind glaube ich doch mehr Kapitel, oder? Wow. Mal sehen. Columbus Katz Biografie, Kapitel 5. Columbus Katz erreichte sein Ziel auf der anderen Seite des Atlantiks. Columbus Katz war der erste Europäer seiner Zeit, der diesen Kontinent fand. Die neue Welt. Mit den Erkenntnissen von Columbus Katz konnte bald weitere Europäer folgen. Sie ließen sich in der neuen Welt nieder, die heute als Amerika bekannt ist. Columbus Katz war ein Vorreiter, der Europa eine neue Welt aufzeigte. Ende. Okay, wir haben es durch. Alles klar, endlich. Endlich haben wir sie zu Ende gelesen. Columbus Katz war echt eine interessante Person. Du da. Hat mich jemand gerufen? Okay. Wow. Gott, wie der aussieht. Columbus Katz hier. Ich bin Columbus Katz mit seinem... Okay, mit seinem Ei auf dem Kopf. Das ist auch, ja, man merkt ja Columbus, gell? Christopher Columbus. Oder Christoph Columbus. Und ja, das mit dem Ei, das ist auch so eine Sache von ihm. Was? Ja, was? Columbus Katz ist in Wahrheit ein Yokai? Ich war früher mal ein Mensch, aber besondere Personen werden zu Yokai. Ich bin beeindruckt, dass du meine ganze Biografie durchgelesen hast. Ja. Danke. Ich werde bald eine neue Reise von einem Hafen nahe eines Canyons antreten. Du darfst gerne dabei sein, dabei zusehen, so rum. Auf dass wir uns wiedersehen. Das war meine Überraschung. Ich frage mich, ob dieser Hafen nahe eines Canyons, wo dieser Hafen nahe eines Canyons sein soll.
Wir werden es merken. Und das werde ich dann so weit weiterführen, dass ich halt die Geschichten halt dann immer in einem Video zusammenfasse, dass man dann halt nicht immer jetzt einmal täglich liest und es dann wieder fast vergisst. Und das Freischalten, das werden wir dann später merken. Das ist so der Gedanke. Und dann hatte ich noch was anderes. Und zwar habe ich wieder einen von den Yokai-Gangstern gefunden. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Und danach ist dann was anderes passiert. Das seht ihr hier. Klonasan. Mein Name ist Klonasan. Ich bin ein Yokai-Bandit. Mein Versprechen, ja, mein Verbrechen, sagte ständig, ich drehe am Rad, als wäre es ein Markenzeichen. Ich drehe am Rad klingt viel süßer als ach du meine Spiralen. Ich bin kein Bösewicht, ich will nicht in die Yo-Haft. Ach du meine Spiralen. Jetzt hast du mich. Ich schätze, es gibt schon Momente, wo ach du meine Spiralen besser passt. Dann sage ich von jetzt an eben das. Tut mir leid, dass ich alle verwirrt habe. Kommissar, Herr Kommissar Undead, gute Arbeit bei der Yokai, Yo-Banditen-Festnahme. Der Yokai, den du festgenommen hast, bringt dir 2600 BP. Alter, ist aber fast das Doppelte als das, was ich vorher hatte. Komm zu mir, wenn du deine Banditenpunkte eintauschen möchtest, ja? Aber hier, ab hier, nehme ich den Yokai in Gewahrsam. Bitte, hier deine Belohnung. Ein Spiralenbündel. Okay. Los geht es, Kommissar Undead, bringe Frieden in diese Stadt. Was ist los? Was ist denn jetzt los? Was macht denn hier dem okay, ich kann jetzt den Massenmurra. Ist es jetzt daran, weil ich T-Blasters ihn besiegt habe oder was ist los? Gefahr, Gefahr, der Ausbrecherkönig Massenmurra ist geflohen. Der Sträfling ist in der Nähe, sofort Notfallmaßnahmen einleiten. Was? Der Massenmurra ist in den USA geflohen? Wer ist Massenmurra? Den kennen wir schon. Ein Yo-Bandit, der schon zigmal aus der Yo-Haft entkam. Dieser Typ ist noch mal eine Stufe über dem normalen Yo-Banditen. Ah, soll das etwas bedeuten, dass es für seine Festnahme eine große Belohnung gibt? Richtig. Kann ich mich darauf verlassen, dass du ihn festnimmst, Undead? Ja, komischer Klappe steht irgendwie verzweifelt aus. Er müsste in der Nähe sein. Los geht's, Kommissar Undead. Okay. Ich komme gerade nicht raus. Was heißt denn in der Nähe? Er ist entkommen. Hätten wir den überhaupt finden können? Okay, aber okay, wir merken, das ist dann wohl jetzt ein Ding, dass wenn wir einen Jupp-Banditen fangen, dass er auftauchen könnte, okay. Oder er generell auftauchen könnte, aber gut. Gut, dass ich das auf Video habe. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht. Aber auf der anderen Seite hätte es vermutlich auch mehr Impact gehabt, hätte ich vorher Yokai Blasters nicht gespielt. Wo ich jetzt auch wieder darauf zurückkomme, und zwar habe ich jetzt noch am Wochenende, hatte ich mit King die, also drei der sehr langen Blasters Level gespielt. Also heißt einfach nur einmal abgehakt, also das sind schon mal drei weg. Das waren am Ende 160 Ebenen, die mir da gelaufen sind, wenn man alles zusammenrechnen würde. Und ja, das ist, glaube ich, nicht so spannend, das im Let's Play zu sehen, weil erstens kamen da keine neuen Bossen vor. Und wirklich viel ist da nicht passiert, außer dass wir versucht haben, schnellstmöglich immer zum Ausgang zu rennen, Boss besiegen, Ausgang, Boss und fertig. Okay, aber was habe ich jetzt heute vor? Ich möchte natürlich mit Ashley weitermachen. Und zwar wurde uns ja beim letzten Mal gesagt, dass wir die Story erst dann vorantreiben können, wenn wir das nächste That's It Ausgabe haben. Und das wollen wir mal tun. Na, das sieht man wieder. Ich merke auch wirklich gerade, ich habe in Esche schon ewig. Wow, ein Sternmünzfragment gefunden, okay. Weil sie noch Level 9 Yokai hat. Und. Stimmt, habe ich mit ihm noch gar nicht gequatscht gehabt. Genau. Ich habe mal geguckt, was er wollte. Aber ja, gut, dann machen wir es einfach mal. Hallo. Es ist wieder dieser verdächtige, wirkende Typ. An mir ist nichts verdächtig, ich habe nur auf dich gewartet. Soll ich was tun? Der Typ hat uns schon wieder aufgelauert. Er schaut nicht gerade gewöhnlich aus. Hey, verdächtiger Typ, was gibt's denn diesmal? Wow. Wollt ihr denn nicht dort hingehen, in die Yokai World? Yokai World?
Er fällt die Yokai World. Er spricht von der Welt, von der Welten, in denen Yokai leben. Was? Daran bin ich sehr interessiert. Ja, ist das so? Dann lass mich dir den Weg zeigen. Hier entlang. Genau. Weil wir konnten nämlich, also er hat gesagt, in dem Spiel gibt es die Yokai World wieder. Warum eigentlich auch nicht, gell? Aber dass die einfach so random freigeschaltet wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da wären wir. Es ist der heilige Baum des Waldbergs. Welche Mysterien warten im Innern? Da ist nichts. Das ist bloß ein verflixter Baum. Sieh genau hin. Da! Vor allem, warum er? Weißt du, warum ausgerechnet er? Was ist das? Benutzt jetzt einfach den Schlüssel und schon... Vor allem, warum hat er den Schlüssel? Warum? Warum hat er den Schlüssel? Ah, hallo, die Herrschaften. Willkommen am Yokai-Aufzug. Der Flohfreizug? Flyfreiabflug? Was? Das erklärt, warum die Leute den Baum für Jahrhunderte hinweg so wichtig war. Er hätte vielleicht mal den Mund. Hier, ich überlasse dir den Schlüssel. Nun, nimm mal gerne mit, dankeschön. Einfach so gekriegt, warum nicht? Einfach so mitnehmen. Jetzt kannst du den Aufzug nutzen, so oft du willst. Wie auch immer, rein mit dir. Cool, Jonas, los geht's. Will ich da jetzt wirklich jetzt schon rein? Okay, wir müssen rein einfach. Wir haben keine andere Wahl. Ah, nächste Halt, Yokai World. Na gut. Ich wollte... Warum hat der... Oh, es ist Nacht oder dunkel. Willkommen in der Yokai World. Ja, aber ich wollte eigentlich was anderes heute machen. Sieh mal, was da gebaut wird. Lass uns mal... Ich muss da jetzt. Okay, na gut, dann gucken wir mal. Wieso, was heißt denn hier gebaut? Ach, da ist... Ach du. Wo sind wir? Das ist hier verflixt ein... Das ist ein verflixt schönes Gebäude. Mit großen Augen. Wo? Da merkt man, dass er auch ein Yokai ist, gell? Das ist das exklusivste Restaurant der Yokai World. Das Restaurant Yokulus. Was, Restaurant? Oh, das sieht schon exklusiv aus. Aber das exklusivste, voll cool, jo. Gibt es da was zwischen den die Beißer? Ja. Jedoch dürfen nur jene in dem Restaurant essen, in dem die eine Einladung vorweisen können. Ohne die darf man noch nicht einmal hineingehen. Das habe ich von einer super exklusiven Restaurant erwartet, nur mit Einladung. Schaut auf uns herab. In Wahrheit aber bin ich es, der entscheidet, welcher Kunden Einlass finden. Komm, jetzt hast du uns schon den Schlüssel gegeben, lass uns rein. Ihr gefällt mir. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich euch ein paar Einladungen gebe. Genau. Wirklich? Ich kann euch aber nur eine am Tag geben. Wenn ihr euch also nach etwas Exklusivem sehnt, kommt und sprecht mit mir. Ich gebe dir eine Einleitung. Na gut, okay. Oh, okay. Tempura-Jan und, nicht. Tempura-San, Tofu-Pion und, Sushi, ich weiß nicht mehr genau. Krieg dich mal in den Kopf. Ich habe eine neue Art Katzenjoker gefunden. Er hat Sushi auf dem Kopf. Sushinjan, genau. Ich bin Sushinjan, ja. Dieser Fisch ist frisch gefangen, ja. Ein riesiger Thunfisch, der Quellgeist schaut so gut aus. Ich will ihn essen. Nein, das Tuch auf meinem Kopf ist Werbung für das Restaurant Yokulus. Wie geht's? Viele Kunden? Natürlich, alles dank meinem Thunfisch, Jan. Dank dem gibt's sogar Kunden, die kommen, um mich anzuheuern. Ja, sie sind hier, um mich anzuheuern, richtig, meine Dame? Was soll ich nur tun, ja? Ich bin immerhin hochqualitativer Sushi, ja? Wenn du mich besiegst, überlege ich mir, ob ich für dich arbeite, Jan. Ja, gut, können wir mal machen, oder? Frische, das ist das Wichtigste an Sushi. Beeil dich und lass uns kämpfen, ja? Okay. Hoffentlich bin ich stark genug, das ist die andere Frage. Oh, der macht Schaden. Wir machen ganz wenig Schaden.
Ich glaube, ich bin viel zu schwach für den. Ja, das kann ich vergessen. Ich kann das vergessen. Ich bin zu schwach für die. Ich hab gewonnen, du bist noch nicht frisch genug, Yang, aber du schmeckst nicht schlecht. Sag Bescheid, wenn du eine Rückrunde willst. Vielen Dank und komm bald wieder, ja? Ja, ich muss mit Ashley auch unbedingt trainieren, das merke ich hier gerade. Die Frage ist aber halt, was ist da drin? Das bin ich doch neugierig. Hey, möchtest du nicht zum Restaurant Yokolus? Ich kann dir eine Einladung geben, wenn du hin möchtest. Ich muss jetzt Fortschritt speichern. Ich sollte da, glaube ich, echt noch nicht reingehen. Aber ich bin neugierig. Aber da weiß ich zumindest mal, dass ich die drei da fangen kann. Wunderbar. Lass mich dir das geben. Sushi, temporäre Einladung oder so. Tempura. Mit der Einladung kannst du das ultimative mehrgängige Menü bestellen. Aber seh dich gut. Ja. Du bist auch da? Mermaid? Haben Sie eine Einladung für das Saison? Ja, hab ich. Vielen Dank, treten Sie doch ein. Bada 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 bam. Oh, da ist mehr Madonna. Wenn die jetzt auch kämpfen will, sage ich nein. Ah, willkommen. Wie ich sehe, hast du eine Einladung, um bei uns zu speisen. Mit dieser Einladung kannst du nun ein erstklassiges Menü genießen. Unser deliziöses Sushi-Tempura-Menü. Bevor du deine Mahlzeit genießt, musst du in dein Tagebuch schreiben. Die Sushi-Tempura-Einladung nutzen und mit dem Sushi-Tempura-Menü beginnen. Ist es vielleicht so ein Minispiel? Wir gucken mal. Exzellente Wahl. Gib mir bitte deine Sushi-Tempura-Einladung. Damit wir es einmal gesehen haben. Nervös. Komm raus, Meister des Sushi und des Tempura. Okay. Was ist das denn für einer? Oh, das sieht ja aus wie eine neue Version vom... Was? Demaskior? Also Demaskiro. Ja, okay, alles klar. Muha, ich kann deinen Geschmack durchschauen. Aber ich will... Muss ich gegen ihn kämpfen? Ja, nervös. Ja, so ein bisschen. Ja, dann wollen wir mit dem Mahl beginnen. Wir beginnen das Sushi-Tempura-Menü mit der heilenden Suppe mit Erfahrungscreme. Lass uns die Speisen auftragen. Hier ist der erste Gang. Genießen Sie bitte den Geschmack von Heilung mit Erfahrung in Abgang. Wow, das schmeckt super, großartig. Lebenspunkte sehen uns halt, der Yucca wurden wieder komplett aufgefüllt, ja. Puh, das war köstlich. Das ist etwas am Boden der Schlüssel. Ohne Risiko gekriegt, alles klar. Glück gehabt. Na, der nächste Gang ist eine Kollektion seltener Yokai. Mit diesem Item können Sie vom Chef, was die Küchenchef ausgewählt hat, seltene Yokai bekämpfen. Je nach Ihrer Verfassung können wir diesen Gang aber nur aus. Können wir auch ausfallen lassen. Sollen wir uns seltene Yokai genießen? Ich krieg doch auf die Fresse. Ich guck mal, aber ich glaube, ich werde da verlieren. Ja, bitte. Ja, wie Sie wünschen. Lass uns die Speisen auftragen. Weil ich will mal wissen, welche Yokai das sind. Ach so, okay. Da kriegen wir die Früchte, Jans, oder was? Okay, wenn wir es nicht aus den Münzen holen. Es ist angerichtet. Das sind die seltenen Yokai der Saison. Sie wurden sorgsam ausgewählt. Bitte essen Sie auf, solange sie noch frisch sind. Wah! Ich glaube, Erdbeeren habe ich doch sogar schon, oder? Oh, und die anderen beiden habe ich natürlich noch nicht. Guck mal ganz kurz. Nee, ich habe ihn nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich da... Ich habe nämlich keinen Heiler und nichts dabei, deswegen. Verdammt. Okay. Wobei, doch, ich mache gut Schaden. Vielleicht. Ja, ich glaube doch, das könnte was werden. Alter, man merkt schon, wenn man Low HP, Low EXP hat, Low Level, dann fühlt sich das an wie ein Endbosskampf. Aber gut, unseren. Wobei, stimmt ja, jetzt fällt mir das erst ein. Ich weiß gar nicht, ob ich Erdbeeren schon habe, weil ich nicht weiß, ob Ashley Erdbeeren schon hat.
Es kann ja sein, dass Nathan... Ja, okay. Egal, passt schon. Es ist ein süßes, saures Gefühl. Ich möchte bei dir bleiben. Ja, ja, komm trotzdem mit. Erdbeerenjahn. Ja, ja. Okay, ja, ja, ich sehe schon. Das Metallium ist hier leer. Okay. Ne, gut, aber dann wissen wir zumindest, dass man das, dass es eine Theorie hier ist. Dann könnte ich mir vielleicht immer ein Ticket holen und das kann ich dann später machen oder so. Keine Ahnung. Nun kommen wir zum letzten Gericht. Der letzte Gang ist unser berühmter Sushi-Tempura-Schmaus. Nun wollen wir das Gericht vorbereiten. Also der ganze Tisch voll. Dies ist unser berühmter Sushi-Tempura-Schmaus. Dies ist eine besondere Speise, die den Gaumen eines jeden Yokai fesselt, der sie verspeist. Guten Appetit. Okay. Das war das gesamte Sushi-Tempura-Menü. Vielen Dank fürs Kommen. Beehren Sie uns bald wieder. Okay. Oh, ich krieg gar eine Trophäe dafür. Alles klar. Fürs einmal gegessen haben dort, oder was, oder wie? Vor allem, dass hier ist auch noch eine eigene Trophäe. Wobei, die Trophäe sind, glaube ich, hier zusammengefügt, gell? Ja. Ah, nee. Ich habe 100 verschiedene Yokai-Medaillen bekommen. Ich glaube, das war die Trophäe, oder? 99, ja, das hatte ich schon. Nee, nee, hier. Im Restaurant Yokulus gegessen. Okay, alles klar. Naja, Blaster-Team hier. Okay. Gut, der Witz ist, jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten auf der Uhr, zumindest bei mir. Dabei wollte ich doch nur Story-Progress machen. Ich sollte vielleicht solche Nebendinge später machen irgendwie. Weil wirklich verpassen tun wir es hier jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde die Idee gut, dass wir hier die Möglichkeit haben, bestimmte Yokai zu kriegen, falls man bei den Münzen Probleme hat. Weil ihr habt euch bestimmt auch schon, habt ihr schon festgestellt, dass ich jetzt aktuell keine Münzen reinwerfe, wobei ich es eigentlich jetzt machen könnte hier. Einfach aus dem Grund, weil ich erstmal gucken möchte, welche Yokais ich so kriege, bevor ich die Münzen reinwerfe. Weil ich merke schon bei manchen Münzen, es lohnt sich nicht, sie reinzuwerfen, wenn man dann, keine Ahnung, man wirft 10 Stück rein und hat dann nicht die Chance, den ersten Platz zu kriegen. Und dann, ja, wisst ihr ja. Ich kann nur eine Einladung vergeben. Ich gebe dir. Ja, ja, gut, okay. Ja. Habe ich verstanden? Oh, ist da ein Schatztor? Oh, das ist ein Schatztor. Guck mal da. Eine gut versteckte Schatztruhe, muss man sogar sagen. Wenn man nicht gerade die Kamera dreht. Okay, nee, erstmal Team wechseln. Ich gebe auch einem Yokai vermutlich einen. Die Kugel, die ich gerade gekriegt habe. Und so weiter und so weiter. Okay, kleiner Planwechsel. Wir müssen Münzen einwerfen. Ich möchte nämlich gucken, dass ich mit Ashley hier eine... ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Also diese Sphinx-ähnliche Yokai, die auch heilen kann. Und das wäre für sie ja von Vorteil, weil sie hat gar keinen Heil-Yokai aktuell. Immer nur zwei, super. So, nee, Leute, es war nichts. Nur zwei Münzen. Da war auch nur ein Helix wieder dabei. Und ja, ich bin natürlich super vorbereitet, mit Ashley weiter zu spielen, wenn ich so gar keinen Healer habe. Ja, ich habe hier Sing-Sang als einzigen, aber der ist noch Level 3. Ich glaube, der wird auf die Nase kriegen, habe ich das Gefühl. So, alles klar. Ist aktuell der einzige Healer, den ich habe und ansonsten sehe ich sonst schwarz. Wir werden es merken. Und dann gucken wir mal, wie wir in der Story vorankommen werden. Badabam, bam, 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 bam. Ich muss in die Detektei und ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Wo ist denn die Detektei mal hier noch geblieben? Ja. Oh, hier gibt's ein Fahrradrennen-Dingens. Ja. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Hallo Ashley, hast du Lust auf ein Fahrradrennen? Wenn du Erster wirst, besorge ich dir vielleicht ein neues Fahrrad, eine neue Fahrradlackierung. Auf geht's, fahren wir um die Wette. Ja. Okay, gehen wir es diesmal richtig an. Na gut. Der eine nimmt nicht mal ein Fahrrad. Und warum macht Usapion einfach mit? Einfach ohne Fahrrad. Schwing dich aufs Rad, wähle einen Kurs aus und lasse deinen Rivalen hinter dir. Jede Strecke hat Bonus-Items und störende Yokai. Also nutze engere Kurvenlagen und setze zum Schnellradeln auf. Ja, ja, schon alles klar. Dürfte wohl nur halb so wild sein, wenn ich irgendwie die Strecke kenne.
Hm, alles schön, ja, ja. Oh, was war das denn für ein Seifiger? Wurde eingeseift. Oh, na unten. Das Dumme ist, ich versuche auch gleichzeitig immer auf die untere Karte zu gucken und deswegen... Na toll, Pups, ich hab mich eingefurzt. Eingesaut, ich seh nichts. Aber gut, ich guck trotzdem unten, was es angeht. Und den können wir auch noch umkicken hier. Oh, eingeseift. Da lässt es wenigstens schön driften. Bam, 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 bam. Okay, also gewinnen tut man das sehr leicht. Ist nur die Frage, was für eine Zeit man erreichen muss. Weil, das kennen wir ja zumindest noch von den anderen Teilen, dass man da noch eine gewisse Zeitvorlage hat. Aber erst da immerhin. Dam, bam, 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 bam. Du hast das Rennen als erstes beenden. Wow, du bist großartig. Wie viel versprochen, werde ich dir eine neue Fahrradlackierung besorgen. Diesmal hast du ein Zeitlimit. Wir werden auf dich warten. Was? Zeitlimit? Das Design Premium Plum für dein Fahrrad ist nun bei Pedalissimo im Blütenbühler erhältlich. Das Design Bubblegum ist für dein Fahrrad... okay, gleich zwei. Habe ich... Achso, aber ich habe das schon geschafft, oder? Ich war bei 54. Nee, passt schon, passt schon. Habe ich auch schon geschafft. Wo war denn die Detektei nochmal? Gut, Blick, sag mir mal, wo die Detektei war. Alles rumgelaufen und ich kann einfach zur Detektei porten. Meine Güte. So. Weil hier soll man einen Auftrag annehmen. Jetzt soll man auch. Wobei ich jetzt nicht weiß. Hallo Esche, hier ist eine Detektiv. Bitte. Achso, ja, hier muss man sie annehmen. Okay, alles klar. War ich ein Mädchen in Schwierigkeiten verflixt? Wir müssen etwas unternehmen. Am besten sprecht ihr selbst mit ihr. Sie befindet sich in Lenzhausen-Neudorf. Okay. Ja, komm, Usapion, wir gehen. Schau stark. Ah, da steht sie genau neben dem Haus von Nathan. Hallo. Hallöchen. Ich habe gehört, dass du in Schwierigkeiten steckst. Milchi ist noch nicht wieder zu Hause. Milchi? Meine Katze, sie ist weiß und hat ein rotes Halsband. Oh, verstehe. Wo streunt Milchi denn gerne rum? Er geht gerne in den Park, der hier in der Nähe ist. Hm, also gut. Mach dir keine Sorgen, wir werden Milchi finden und sicher zurückbringen. Wirklich, danke. Okay. Hm, eine Katze. Katzen sind toll, oder? Sie sind einfach total knuffig. Nee, verstehe ich nicht. Wenn ich die Wahl hätte, hätte ich lieber eine Katzen-Yokai zum Partner. Was? Du Rotzlöffel, was soll das denn heißen? Guck mal, die ist doch die Katze. Nee, ist sie nicht. Ist ja nicht weiß. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Lass uns lieber schnell Milchi finden. Ein Park, der hier in der Nähe ist. Meint sie vielleicht den Dreikantpark? Lass uns hingehen und nachschauen. Ba, 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 da, ba. Da wären wir, der Dreikantpark. Wir könnten Informationen gebrauchen. Der Flix, gute Idee. Wir sollten uns umhören. Ja. Hey, was gibt's? Eine weiße Katze? Nee, nicht gesehen. Suchst du etwas? Eine weiße Katze? Tut mir leid, keine gesehen. Okay. Hallo. Entschuldigung, haben Sie eine weiße Katze mit rotem Halsband gesehen? Ja, ich weiß, welche Katze du meinst. Sie kommt öfters her, oder? Stimmt, genau. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, gestern habe ich eine weiße Katze beim Schrein auf dem Waldberg gesehen. Beim Schrein? Vielen Dank. Das wird was. Na gut, nach oben. Oh, wir haben es zum Schrein geschafft. Ich frage mich, ob hier vielleicht auch jemand etwas gesehen hat. Vielleicht gibt es einen Yokai in der Nähe, den du fragen kannst. Oder habe ich gar nicht dran gedacht? Gute Idee, Usapion. Erstmal Yokais abscannen hier, okay. Ah, ein Feinschwingen oder ein... Ja, oder die andere Version.
Na du? Dieser Joker ist Freundsfalter. Also, ja, nee, Feinschwing ist an. Ja, gut. Freundsfalter und Freundspalter, genau. Entschuldigung, hast du eine weiße Katze in der Nähe gesehen? Ja, hab ich. Wirklich? Weißt du, wo sie ist? Natürlich, sie lief in Richtung des Flussufers im Blütenbühl. Das war ziemlich leicht dafür, dass du ein Yokai bist. Nicht jeder Yokai will kämpfen und Unfug stiften, weißt du? Ashley, lass uns zum Flussufer gehen. Nicht jeder will einfach auf die Schnauze hauen. Na, Flussufer, ich muss nach unten. Hä? Warum habe ich denn gerade das Gefühl, dass ich nur durch die Gegend gescheucht werde hier? Das ist die Gegend, von der Freundsfalter gesprochen hat, oder? Miau. Wo? Was war das? Das war eine weiße Katze. Schnell hier nach. Kommst du her? Mich abhauen. Ich glaube, das gehört zu dem Joker da oben. Eine weiße Katze, ein weißer Yokai. Warte mal eine Sekunde. Diese Katze steht auf zwei Beinen. Einfach nur ein weißer. Was? Fragezeichen? Okay. Und sagt nichts, oder was? Ein Yokai? Nja, nja, nja. Es sieht aus, als hätte er einen Narren an dir gefressen, Ashley. Nyan? Lass uns Freunde sein. Färbe mich in deine Lieblingsfarbe ein. Das hat er gesagt. Freunde sein klingt gut, aber was meint er mit einfärben? Ich glaube, das ist das, was King mir aufgeschrieben hat, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, seinen eigenen Jan zu kreieren oder so. Ich habe keine Ahnung. Hallo miteinander. Gibt es hier ein Problem, ja? Was ist das denn jetzt für jemand? Ich möchte eine andere Chibanya bekommen, oder was? Wer zum Himmel? Was, Herr Kratzbürst? Was ist das denn jetzt? Also ich weiß gar nicht, was für eine Anspielung ist, aber okay. Ja, ich bin umherreisender Lehrer. Nennt mich Herr Kratzbürst, ja? Also ich kenne die Anspielung jetzt gerade nicht. Ja, 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 ja. Ja. Ah, ich verstehe. Du möchtest also von ihr eingefärbt werden, ja? Wie wundervoll, ja. Und du bist noch sehr jung in der Blüte deines Lebens. In jedem Fall solltest du diese App verwenden, ja. Was? Baunenjan? Okay. Baunenjan? Ja, damit kannst du diesen Katzen-Yokai beliebig einfärben, ja. Oh Gott. erstelle deinen eigenen Yokai. Baunenjan ist der Ort, an dem du deinen eigenen Katzenjoker anpassen kannst. Wähle Erstellen-Jan in den Baunenjan ab. Ja, ich verstehe schon. Gib ihm einen Namen und passe Farbe, Körper, Stimme und Stamm an. Ändere die Form um das Muster deines Yokai und oder gib ihm ein Accessoire. Sammle Reinjan-Teile für eine phänomenale Wunderneuerung. Beige ist so Beige, warum nicht rot? Färbe deinen Yokai mit der Farbefunktion. Außerdem gibt es ganz spezielle Talente und Ulti-Schläge. Achso, man kann ihn auch verwenden. Okay, verstehe. Okay, ist eigentlich eine schlechte Idee. Lerne neue Schläge mit Tränen-Jan. Und wähle sie mit Lernen-Jan aus. Okay, ich merke schon. Lernen von den Besten. Dein Yokai ist grün in den Ohren. Er benötigt Hilfe von Trainern. Training enthältst du von Katzen-Yokai, mit denen du dich angefreundet hast. Nutze Tränen-Jan, um Ulti-Schläge und mehr zu erlernen. Unterschiedliche Trainer können unterschiedliche Fähigkeiten und Schläge beibringen. Aber es dauert 3 Stunden Echtzeit, um alles zu lernen. Um den Vorgang sofort abzuschließen, musst du einen Reinjan. Benutze eine Reinjan-Essenz. Du kannst deine Werte bis zu 5-mal durchs Training verbessern. Aber notfalls kannst du auch noch Werte neu starten und benutzen. Es können nur Werte zurückgesetzt werden, nicht aber die Angriffe deines Yokai. Das Leben kannst du nicht zurücksetzen, aber du kannst ja einfach neu trainieren. Und das war es auch schon. Alles verstanden, ja? Alles klar, das hört sich nach Spaß an. Wenn das so ist, dann solltest du ihnen auch einen Namen geben, ja?
Er ist noch ein unbeschriebenes Blatt, also nenne ich ihn Heinjan. Ja, warte. Warte mal einfach den nächsten Moment. So, was solltest du dir gut überlegen? Hä, wie hast du das denn erraten? Keine Sorge, ich lasse mir später noch was einfallen. Ja, vor dir werde ich nicht schlau. Ich verabschiede mich dann an dieser Stelle. Mein Unterricht fängt bald an. Macht es gut miteinander. Okay, auf Wiedersehen, Herrn Kratzbürst. Hey, mit dieser App kann ich dich beliebig einfärben. Ja. Reinjan. Vor allem auch das Ding einfach nur so als Tatze. Alles klar. Ja, das ist ein eigener Yokai. Alles klar. Nyan. Es ist toll, neue Freunde finden, aber das war die falsche Katze. Miau. Da ist sie, da ist die Katze. Nach der unser Klient gesucht. Weißes Fell und rotes Halsband, genau wie sie es gesagt hat. Nyan. Anscheinend hat Reinjan mit der Katze im Dreikantpark gespielt. Wirklich so ein Zufall. Zeit für uns nach Hause zu gehen. Nyan. Miau. Oh Gott. Wo kommen denn auch mal die ganzen Katzen her? Mauns, miauen. Huch. Er ist ein bisschen zu beliebt. Von die Armee hier. Das war mal eine interessante Quest. Klasse. Ja. Okay. Direkt mal Gold gehittet, aber ist auch nur eine bittere Medizin. Nehmen wir trotzdem mit. Ah, das ist klar. Und das alles nur, damit wir weiterkommen hier. Bau dir einen Jan. Ah. Oh, gute Arbeit. Hier, bitte nimm das. Ach, so schnell. Einfach so gekriegt, alles klar. Na cool, eine Ausgabe der Fancy Dad. Ja, das ist die beste Belohnung überhaupt. Ja, ich bin froh, dass es dir gefällt. Dann bis zum nächsten Mal. Saustark. Damit wäre noch eine verfixte Bitte da erledigt. Das läuft wie geschmiert. Was ist los? Die letzte Bitte von Herrn Goodblick wurde unser Rätseldetektiv nicht ganz gerecht, finde ich. Ich weiß, was du meinst, aber mehr als abwarten können wir nicht. Ich schätze mal, du hast recht. Ich wette, die meisten Leute wissen nicht einmal, dass wir existieren. Deswegen kriegen wir vermutlich auch so wenig Bitten. Du hast recht. Also, wie ändern wir das? Du machst mir Angst, wenn du so lachst. Dann sag mir einfach, was los ist, was Sache ist. Immer mit der Ruhe. Ich habe einen gewieften Plan. Wir werden unsere Rätseldetektei mit Postern bewerben. Das hat sie schon fertig, oder was? Verflixt, ich glaub's dir nicht. Ausnahmsweise mal eine gute Idee. Wenn wir Poster aufhängen, kriegen wir sicher mehr Klienten. Na dann los. Ein Moment, bitte. Was ist los? Ihr braucht eine Genehmigung, bevor ihr Poster aufhängen dürft. Oh, wirklich? Ja, an wen müssen wir uns wenden, wenn wir so eine Genehmigung wollen? Ja, ihr solltet ins Bürgerzentrum gehen. Dort weiß sicher jemand Bescheid. Okay, gehen wir. Ja. Okay, ja, gut. Ja, dann gehen wir mal dahin. Von einem Schlag auf den nächsten. Bürgerzentrum ist doch, ja, gehen wir vom Baldbergstein runter, glaube ich. Ja. So, da wären wir. Hallo. Hallo. Bitte nimm Platz. Danke sehr. Also, womit kann ich dir helfen? Ich möchte Poster aufhängen, um meine Detektei bekannt zu machen. Verstehe. Darf ich die zuerst einmal sehen? Klar. Oh, du hast gute Arbeit geleistet. Eine Rätseldetektei, wie interessant. So, du bist also ein Detektiv. Sehe ich das richtig? Ja. Stimmt, genau. Ich verstehe. Ein Kinderdetektiv. Du erinnerst mich an meine eigene Kindheit. Ich habe früher auch immer Detektiv auf dem Schulhof gespielt. Na gut, eine Sache noch. Du musst einmal hier unterschreiben, dann sind wir auch schon fertig. 5 Plakate? Danke. Danke sehr. Na dann, viel Glück mit deinen Ermittlungen. Ich glaube, der nimmt uns nicht ernst. Alles klar, kleben wir ein paar Poster auf. Wo sollen wir am besten anfangen?
Hey, wir müssen uns die besten Orte aussuchen. Wir haben insgesamt 5 Poster. Das sind nicht gerade viele. Naja, ich hatte nun mal wenig Zeit. Also suchen wir uns einfach Orte, an denen sich jeder sehen kann. Ich habe die besten Orte auf der Karte markiert. Sau stark! Oh Gott, Klebestellenkarte. Dann können wir einfach die Karte folgen und den Poster dort ankleben. Seid bloß vorsichtig mit den Postern, dafür habe ich ewig gebraucht. Aber macht man nicht nur ein Poster und druckt dann die anderen aus? Ja, okay. Ja, dann wissen wir, was wir in dem heutigen Part noch machen. Habe ich das jetzt als Inventar-Item oder was? Ja, zeig dir an, wo du die Detailposter aufkleben sollst. Oh Gott. Oh Gott. Okay, dann machen wir uns da mal dran, gell? Aber erstmal gucke ich mir doch mal die Fancy-Set-Ausgabe an, wie die aussieht. Oh, das sieht irgendwie spacig aus. Den of Jin. Investigated. Okay, ja. Wie so eine Disco. Okay, okay, warte mal. Wir gehen erstmal zu dem Schrein hoch, würde ich mal sagen. Und dann können wir uns von dort aus woanders hin porten. Achso. Hallo! Oh, bist du hier, um den Schrein zu besichtigen? Eigentlich sind wir hier, weil wir ein Poster aufkleben wollen. Ich verstehe. Bitte klebt es einfach an das Notizbrett des Schreins. Das ist der beste Platz, wenn ihr wollt, dass viele Leute es sehen. Na, vielen, vielen Dank. Immer gern geschehen. Ach, bevor du gehst, hier ist eine Kleinigkeit für dich. Einfach Kartoffelchips geschenkt, okay? Warum nochmals danke? Keine Ursache, verwende es gut. Jupp, alles klar. Das ist großartig. Hoffentlich kommen dadurch jetzt mehr Klienten von uns. Warten wir es ab, wir werden überrannt werden. Okay, nächste Stelle. So, achso, da ist nur ein Bitte-Ding, okay. Willkommen, kann ich dir helfen? Dürfen wir ein Poster für unser Rätseldetektiv aufhängen? Oh, darf ich das einmal sehen? Mir gefällt der dämliche Hase. Hast du dir den selbst ausgedacht? Naja. Ich klebe es hier ins Erdgeschoss, dann sollten es die meisten Leute sehen. Danke sehr. Oh, eine Sekunde noch. Hier, nimm eine Erfrischung mit. Als Dankeschön für deinen Besuch. Okay, ich kriege auch noch Geschenke hier. Ah, vielen Dank, ich bin am Verdursten. Hat die mich gerade Hase genannt? Oh, hier ist ein Yokai. Oder was auch immer. Ach da. Ach so, ein Rateschild. Ich weiß, lass mich wieder ablenken. Ihr kennt mich ja. Wie heißt dieser Yokai? Herziger Stamm, besitzt ein Gasthaus, hat eine Handvoll Haar. Ich habe keine Ahnung. Hat eine Handvoll Haar. Mir fällt jetzt kein Yokai ein, der ein Gasthaus besitzen könnte, deswegen. Aber gut, wir wissen, dass zumindest da eine... Ja, ein Schild ist. Jo, ich merke gerade, ich war noch nie im Krämerviertel. Oh Gott, ey. Na gut. Gibt für alles ein erstes Mal. Aber ich denke mal, auch dafür ist es eigentlich gedacht, dass man eben diese ganzen Poster hier aufklebt, dass man die ganzen Sachen hier sieht, falls man das Spiel zum ersten Mal spielen sollte oder generell eins von den Yokai Games. So, und irgendwo hier soll ich mein... Ach da, wie einfach beseelt ist. Hm, du möchtest einen Poster aufkleben? Genau, hier ist das Poster. Hm, Rätseldetektiv. Ich glaube, das behalte ich. Was, da habe ich dich wohl pein gelegt. Soll was tun? Pein gelegt? Was soll das bedeuten? Sie behalten mein Poster einfach? Sie können das Poster nicht einfach nehmen, nur weil sie es nicht mögen. Nehmen Sie immer einfach alles, was Ihnen nicht gefällt? Ich habe dich pein gelegt. Ich werde jeden pein legen. Nicht, wenn ich etwas zu sagen habe. Ich habe ewig für das Poster gebraucht. Hier ist definitiv ein Yokai im Werk. Wenn du davon überzeugt bist, dann fang lieber mal an zu suchen. Vielleicht findest du ja was. Was ist das denn?
Das sieht aus wie ein Haus, was alle Sachen frisst oder so. Oh, okay. Na du? Warte einen verwichsten Moment. Das ist Peinlager. Er wurde also die ganze Zeit lang beseelt. Peinlager, warum klaust du mir mein Poster? Weil ich es kann. Wo er recht hat. Ist das dein einziger Grund, obwohl ich so viel Zeit und Arbeit in dich hineingesteckt habe? Nimmst du es mir einfach weg, nur weil du es kannst? Wir können ja auch einfach gegen ihn kämpfen, würde ich mal behaupten. Aber fangen kann ich ihn, glaube ich, nicht, oder? Nee, darf ich nicht. Na gut, dann halt nicht. Einfach mal ins Gesicht. Ich weiß, wie es überhaupt aussieht. Das ist einfach nur ein Haus, was, ja, was einfach alles aufsaugt. So, hau sie um. Sehr gut. Die Ideen hier. So, weggepeint. Aua, mein Kopf. Puh, ich dachte schon, dass ich mein Poster nie wieder bekomme. Was, du meinst, jemand wollte dieses großartige Poster kaputt machen? Nicht wahr? Können Sie sich etwas Schlimmeres vorstellen? Wer würde sowas nur tun? Du würdest das tun, du Pappnase. Na, stört es dich, wenn ich es aufklebe? Mir gefällt das Poster sehr. Finden Sie wirklich? Ja bitte, das wäre toll. Alles klar. Und dann gleich zum nächsten. Oh, hier ist eine Tür. Aber die machen wir mal später. Nichts ablenken lassen von Dingen, wir wissen es ja. Oh. Sagt er und hat hier einfach wieder eine... Oh Mann, ey. Na gut, gehen wir da rein. Einfach aus dem Grund, damit wir die Portal der Launen auch, ja, immer Stück für Stück machen, weil die später alle zu machen, wird halt nicht so geil. Wobei, ich soll vielleicht mal vorher speichern. Ich bin noch nicht so stark wie Nathan. So, da haben wir Miesmücke. King hat auch irgendwann mal gemeint, dass ich Miesmücke unbedingt brauche, aber ich weiß noch gar nicht für was. Aber dann haben wir es zumindest mal. Gegen dich kann ich nicht gewinnen, also lass uns Freunde sein. Ja, kommst du her? Miesmücke. Miesmücke. Ja, ja, SpongeBob. So, weiter geht's. So, und auf den Schreck haben wir jetzt auch noch Opa Gusto. Oh, ich habe Hunger, sei mein Freund und fütter mich, ja. Ja, komm her. Opa Gusto, Hunger. Ja. Weil ich nicht weiß, ob er besser ist als jetzt unser anderer Healer. So, und Wanda kommt jetzt auch noch dabei. Ja, ziemlich cool, Freunde. Ja. Ja. Sehr gut. Na gut, ganz simpel eigentlich. Okay. So, sind wir hier am Bahnhof. Gute Frage, mit wem wir hier reden sollen. Ah, da, okay. Entschuldigung. Guten Tag. Hallo, junge Dame, kann ich dir helfen? Ich würde gerne ein Poster aufkleben, wenn das in Ordnung ist. Darf ich das Poster zuerst sehen? Verstehe, so ist das. Keine Sorge, das ist in Ordnung. Ich klebe es hier an die Glaswand für dich. Das sollten es viele Leute sehen. Danke. Vielen Dank. Alles klar, da fehlt nur noch eins im Museum. So, da sind wir im Museum und da ist der Direktor. Hallo. Verzeihung, darf ich einen meiner Poster hier im Museum aufkleben? Mal sehen. Das ist das etwas Ähnliches wie Werbung? Ja. Ja, für mein Rätseldetektiv, also darf ich? Ich verstehe. Na gut. Aber bitte klebe es zu den anderen Postern auf der Ausstellungswand. Danke. Coolio, danke. Alles klärchen, damit hätten wir alle. Okay. Endlich sind wir fertig. Mist. Ich bin verflixt, fix und fertig. Okay. Lass uns nach Hause gehen. Ja. Saustark. Ich weiß nicht, warum du müde bist, Osapion. Du hast kaum was getan. Wie bitte? Wer hat dir denn geholfen, die Orte für deinen Poster zu finden? Naja, ich hatte die Orte schon auf der Karte markiert, also... Genau.
Naja, ich schätze, du hast mir geholfen, gute Stellen zu finden. Du fliegst richtig, das hab ich. So oder so, gehen wir nach Hause. Okay. Dann würde ich schon mal sagen, das mache ich das nächste Mal, weil ich weiß nicht, was ja jetzt noch getriggert wird. Man kennt es ja. Und, ja. Ist zwar nicht so ganz wie verhofft gewesen, aber storytechnisch gehört es ja mit dazu, weil ohne das hier kommen wir ja nicht weiter mit der Story. Und ich könnte ja, glaube ich, mit der Fancy Set-Ausgabe könnte ich vermutlich wieder rüber zu Nathan. Aber hier, ich muss bei Ashley auch mal wieder ein bisschen mehr machen. Das merke ich halt echt. Allein die Yokai, die sind so low-level. Durch Blasters sind die anderen so hoch gegangen, dass ich da einfach durch alles durchrausche. Und hier habe ich sogar Probleme, die einfachen Yokai zu besiegen. Muss man erst mal vorstellen. Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Papier gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben, gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yokai Watch 3 sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke aktiviert zu haben bei YouTube, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Oder nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch bis Samstag streame, also sei es auf Twitch oder auch auf YouTube hier. Immer ab 17 bzw. 18 Uhr, wenn es Richtung Wochenende geht. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.